Oder haben wir hier noch irgendwo was? Boah, hier sind auch wieder die Regenschirme und die Sonnenblumen. Unten, glaube ich, das Bild weitermachen mit den Weiß hier. Ja. War noch mehr weiß? Nee, der Rest ist pink. Wird immer noch eine Farbe. Ja, ich weiß. Oh. Du musst die einzelnen Farben mal wirklich finden als Tube. Ja, genau. Kannst ja auch auf der Palette mischen. Nee, leider nicht. Leider nicht. Also zumindest konnte ich das bisher noch nicht. Wäre sonst irgendwie eine neue Mechanik plötzlich. Really? Oh, okay. Die Bilder und Formen in den Nachrichten zeigen verschiedene Ereignisse. Was mit ihnen passiert? Das sind wirklich wir! No way! Oh doch, guck mal, wir haben denselben Hut! Wir sind Amber, Leute, wir sind Amber. Wir sind Amber, irgendwas Schreckliches passiert. Wir sind Amber, wir sind ein Gemälde und wir sind tot. Oder so. Oh Gottes Willen. Bin das ich auf dem Foto? Scheiße. Kassettenspieler? Ist das das Bild, welches hoch oben an der Wand hängt? Oh Scheiße, Leute. Ein altes Foto. Das. Auf dem Foto bin ich, aber warum wurde es aufgenommen? Oh, Scheiße. Ja, sonst wäre Pink ja easy gewesen, ja. Ja, nee, bisher mussten wir mal alle Farben finden. We are the same person. Hilfe? Da ist irgendwas umgefallen. Keine Ahnung, irgendwas ist hier unten auf jeden Fall. Kassette, stimmt. Würde mit dem Kassettenspieler auch was passieren? So wie mit der Küche? Vielleicht sollte ich nachschauen. Ja, da hat man auch was gehört gerade. Ich finde das Spiel sehr hübsch, hat sehr schöne Illustrationen. Das ist eine andere Kassette als die, die ich sonst abspiele. Ist da wofür Musik drauf ist? Oh nein, muss das so sein? Hard Rock. Warum ist denn das jetzt so traurige Musik? Don't do it. No Spiel, lass das. Warum habe ich mir so ein trauriges Spiel ausgesucht? Ey, das sah nur hübsch aus, okay? Guckt es euch bei Steam an. Guckt es euch bei Steam an. Es sah wunderschön aus. Nichts von wegen traurig. Damit der Plot gleich noch mehr wehtut. True, ey. Wir sind im Bild. Ich hatte uns gefangen genommen. Vielleicht sind wir gar nicht tot. Er hat uns gefangen genommen im Bild. Mal ich da gerade? Oh Junge, oh Junge.
Es wird schlimm. Diese Musik und diese Aussicht. Aber irgendwie hat das Spiel auch so ein paar Ghibli-Vibes hier und da, oder? Ja, total. Total. Da sind auch die Tassen und... Oh. Ein Mensch, den ich immer sehr gut kannte. Ich frage mich, wie viele Jahre seit dem Tag verstrichen sind. Das Fenster führt das dort hinein, wo ich glaube. Das ist das Café. Ich habe ja oft gearbeitet. Unsere Zufallsbegegnung im Café wurde langsam zur Routine. Die Musik auf der weißen Kassette ist meine Lieblingsmusik. Wie konnte ich das nur vergessen? Hier haben wir Zuflucht vor dem Regen gesucht. Hier war unser Treffpunkt. Hier ist uns das Passwort eingefallen. Ich erinnere mich noch an die Aussicht durch das Fenster. Oh wow, ist das schön. Es ist auch egal, wo ich mich hier hindrehe, es ist alles schön. Gott. Hier haben er und ich viel zusammen gemalt. Mit der Zeit wurde das mein Lieblingsort. Sieht in jede Richtung gut aus. Ja, es ist in jede Richtung. Ist es einfach ein Bild für sich? Es ist ja wunderschön. Das ist der Ort. Jeden noch so kurzen Augenblick, den ich hier verbrachte, ich wollte jeden einzelnen malen. Und hier ist das Bild entstanden. Das ist die letzte und wichtigste Farbe. Wir haben Pink. Lila Farbe. Ach so, ist lila. Entschuldigung. Jeder Millimeter einfach ein gutes Hintergrundbild. Ja, ist so. Das ist meine Farbe. Wir könnten das jetzt so fertig machen. Ne? Das letzte Bild. Ich habe es noch nicht fertiggestellt. Wie das letzte Bild. Muss ich jetzt Taschentücher holen? Warte, ich hole die Taschentücher schnell. Ich bin vorbereitet. Okay, Leute, ich habe Taschentücher. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich habe die Taschentücher. Aber konnte ich nicht noch in andere Bilder rein? Nein, auch nicht die Taschentücher anzünden. Aber das haben wir ja auch noch nicht. Nein, das ist noch nicht fertig. Das ist noch nicht fertig. Okay. Ich habe alle nötigen Farben. Nun kann ich dieses Bild fertigstellen. Aber da ist ja noch was wir noch machen müssen. Mit diesem J und so. Das ist ja noch nicht fertig. Hier ist ja noch nicht Schluss, oder? Nein. Aha. Ich meine,
Pinsel erinnere ich mich selbst, dass ich diesen Augenblick nie wieder vergesse. Sagt John. Ja, John oder James oder sowas, ja. Wobei, true, er sieht ein bisschen aus wie ein John. Jetzt erinnere ich mich, dieser Tag. Ich habe ihn eingeladen, um mir mein Bild zu zeigen, bevor ich nach New York ging. Oh, guck mal, jetzt ist das da aber unten nicht mehr. Oh. Aber wir sind wieder da, wo wir eigentlich wären, ohne die komische Tür da lang. Jedes Mal, wenn ich die Tür öffnete und ihn sah, musste ich einfach lächeln. Vor allem ist das Namensfeld so kurz, das stimmt, ja. Deswegen habe ich auch eher an James oder sowas auch gedacht. James, John, richtig, irgendwie sowas. Irgendwas recht Kurzes. Aber das ist jetzt weg. Ich weiß nicht, ob wir da hätten was machen können. Wir reden über unsere Arbeit und teilten, wie sonst auch immer, unsere Träume. Meine Arbeit wurde angenommen. Herzlichen Glückwunsch. Nein, da ist es wieder. Da unten. Jack! Er heißt Jack! Es ist Jack Sparrow, Leute! Gingy! Hallo, hallo! Ich hoffe, du hast Taschentücher bereit. Ich glaube, das ist ein ganz trauriges Spiel. Kann ich da... Sehr gut. Die Aussicht aus dem Fenster und die Geräusche von draußen änderten sich plötzlich. Wie viel meinst du, werden wir brauchen? So 2, 3, 6 Packungen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, habe aber die Vermutung, dass es ein ganz, ganz trauriges Spiel werden könnte. Oh, das ist die Ausstellung. Da, Jack, man hat den Bart gesehen. Es ist Jack nebenan. Hallöchen, Herr Willief. Hallo, hallo. Man hat den Bart gesehen. Es ist der alte Mann. Jack, it is Jack. Leute, wir liegen richtig mit unseren Vermutungen. Das kann doch nicht sein. Das Kind da unten ist so. Oh, hey. Das sind wir. Oder? Sind das wir? Ja, oh Gott, nein! Wird Zeit, dass ich mich auf meine Kunst konzentriere. Was meinst du, Jack?
Oh, das war's schon. Ja, unsere Vermutung war richtig. Aber ich glaube, he's dead, ne? Er ist gestorben, oder? Nicht wir sind gestorben, er ist gestorben. Oder, so wie ich das mitbekomme, nicht wir sind gestorben. Wir waren ja gerade noch da. Sondern er ist gestorben. Und es war eine Ausstellung für ihn. Oh. Mit seinen Bildern. Genau, wir haben ein Angebot für unsere Kunst gekriegt und sind weggezogen, genau, nach New York. Und er ist da im Alter halt gestorben. Das war eine Ausstellung für ihn, quasi. Okay, das ist doch nicht so ein krasses Heartbreak-Ende. Ich habe auch ganz, ganz Schlimmes gedacht, dass da jetzt irgendwie auch richtig hart Schlimmes bei rauskommt. Ein bisschen ist trotzdem. Ach, guck mal, da sind wir und mit der, also wir sind bei doppelt. Nur ein bisschen, genau. Also, da sind wir aber... Wir waren sehr nah dran, ne, an der Geschichte. Und vor allem auch richtig gelegen mit dem, dass wir das Bild sind, quasi. Und ich glaube, wir sind auch runtergefallen. Wir waren das verdeckte Bild, was runtergefallen ist. Ja. Sehr, sehr süßes und kurzes Spiel. Sehr, sehr süß und kurz. Hat mir gefallen. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist, dass die Texte einfach verschwinden. Und manchmal irgendwie 3 Jahre da sind und dann auf einmal wieder super schnell weg sind. Das ist das Einzige, was mir nicht gefällt. Aber ansonsten musiktechnisch mega. Von der Zeichnung her wunderschön. Die Rätsel waren nicht so schwer. War einfach ein gutes Durchkommen. Ja. War ein schönes Gesamtding. Ja. Würde aber behaupten, durch die Länge würde ich einfach mal sagen, kauft es euch lieber eher im Sale. Ich glaube, nicht im Sale kostet es ein 20. Ich glaube, ich habe mir das nämlich auch irgendwann mal im Sale geholt. Und 2 Stunden für 20 Euro finde ich ziemlich teuer. Wir können ja mal gucken, wie lange ich jetzt gebraucht habe. Ja, 1 Stunde 53. Und für 1 Stunde 53 finde ich es ein bisschen teuer. Deswegen würde ich eher sagen, wenn es ihr euch holt, vielleicht auf einen Sale warten. Das ist aber wirklich nicht lang. Nee. Deswegen habe ich mir das auch rausgesucht. Wobei ich dachte, dass wir vielleicht noch Minimum eine Stunde länger dran sitzen. Weil ich auch sonst überall gesehen habe, dass das so 2 bis 3 Stunden die meisten Leute gebraucht haben. Und ja. Ich dachte so gehofft, so ja, okay, vielleicht kratzen wir es an die 3 Stunden, dann passt das ja, aber. Ja. Thank you for playing. Dankeschön für dieses wunderschöne Spiel. Das sieht fantastisch aus. Also, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das sieht wunderschön aus, das Spiel. Ja. Das ist, ja. Was machen wir denn jetzt, Leute? Was machen wir denn jetzt? Ich trinke erstmal einen großen Schluck.
Ich hätte gedacht, dass wir noch so eine Stunde, halbe Stunde oder so länger spielen. Oh, warte, das Spiel ist gerade, glaube ich, sogar im Angebot. Nee, Entschuldigung, nix 20 Euro. Ich bin ja wahnsinnig. Ich sag viel zu viel. Das Spiel kostet eigentlich 12,80 Euro. Und ist jetzt gerade im Moment, ist das sogar im Angebot für 8 Euro. Ja, komm, dann geht das. Komm, ich hab schon mehr Geld für schlechtere Spiele ausgegeben. Ja, bitteschön. Kostet aktuell 8 Euro. Ist im Angebot. Ist runtergesetzt. Bis 8. August noch. Dann habe ich nichts gesagt. Alles gut. Das ist 12 Euro. Nee, es sind 15 Euro. Nee, ach nee, 15 Euro ist das Paket da unten. Es sind eigentlich 12,79 Euro, wenn ich das richtig sehe. Nee, ist okay. Ist vollkommen fein dann. Aber wie gesagt, im Angebot jetzt so für 8 Euro würde ich nicht nein sagen. Ist ein schönes Spiel, was man so gerade in solche Lücken quasi jetzt so schön reinpacken kann, weil es eben nicht zu lange geht. Ich kann mal ganz kurz nachgucken. Vielleicht lohnt es sich, das jetzt nochmal zu spielen. Das weiß ich nämlich nicht. Wie sieht's denn mit Achievements aus? Oh. Es gibt viele Achievements. Also es hat einen Wiederspielwert. Quasi. Aber 13 davon sind versteckt. Also, wenn man da auf Achievements geht, dann kann man das bestimmt locker ein, zwei, drei Mal nochmal durchspielen. Wenn man da auf Achievements gehen will. Es gibt 19 Achievements und ich habe jetzt nur bei so ganz normal Spielen, habe ich vier bekommen. Es gibt noch zwei, die ich sehe und der Rest ist alles versteckt. Also, ja. Wenn man sich da vielleicht nochmal ein bisschen besser umschaut und so, dann kann man da vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen. Achievement hat ein Coming. Nicht, wenn mir so viele fehlen. Wenn mir so viele spielen, dann nicht. Wiederspiel wäre das, weil solche Spiele dann aber auch immer nice. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie blöd die Achievements zu holen sind. Gerade dadurch, dass man ja 13 Stück nicht sieht und verborgen sind, müsste man halt mal eine Seite öffnen und wie man die bekommt. Aber wenn man es einmal so durchspielt und dadurch, dass es ja nicht lang ist, wäre es jetzt auch nicht schlimm, es quasi nochmal mit einem Guide zu spielen und die Achievements zu holen. Außer die Achievements beruhen darauf, dass du, keine Ahnung, gutes Ende, schlechtes Ende oder sowas. Ja, da musst du es halt zweimal noch durchspielen oder so. Weiß halt nicht, wie das hier ist. Ob wir jetzt nicht ein gutes Ende erwischt haben oder ob es nur dieses Ende gibt, ob es noch andere Enden gibt. I don't know. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wenn mir jetzt nur so ein, zwei Achievements gefehlt hätten, hätte ich sogar gesagt gehabt, okay, dann spielen wir es jetzt nochmal. Aber so, dass mir da halt so viele fehlen, würde ich vielleicht privat machen, aber nicht on stream. Na, kurz, das Spiel wäre auf Forspoken DLC-Niveau 12,50 für 1,5 Stunden Content. Boah. Ist auch schon dolle. Also ich finde 8 Euro finde ich angemessen. Sind halt wie gesagt nur 2 Stündchen. Ich habe aber andere Leute in meiner Steam-Liste, die haben das irgendwie 3 oder 4 Stunden gespielt.
Können mir also vorstellen, dass die nochmal halt Archivmans geholt haben oder so. Weil das dauert halt auch wirklich nicht allzu lange. Also geht. Doch geht. Gerade wenn man Bock auf Achievements hat. So, hab mal noch kurz ausgetrunken. Ja Leute, was machen wir denn jetzt noch? Was kann man denn jetzt noch eine Stunde lang machen? Außer aus. Was macht man denn jetzt noch eine Stunde? Ich hab halt nichts geplant weiter. Ich habe 3 Spiele heute geplant, 3 Spiele haben wir angespielt. Und das eine hier durchgespielt. Also, Wollen wir Sticky Business anfangen? Ich habe Sticky Business eigentlich erst für nächste Woche eingeplant. Aber das könnte man gut nebenbei machen. Wollen wir Aufkleber erstellen? Wollt ihr Aufkleber kaufen? Die könnt ihr nämlich im Chat, glaube ich, auch irgendwie auch ordern. Oder Beat Saber? Nee, ich hab die VR ausgemacht jetzt. Sticky Business? Weil ich glaube, Sticky Business kann man gut mal so für eine Stunde reinschieben. Wollen wir Sticky Order 111? Wollen wir Sticky Business? Komm, dann schieben wir das jetzt noch mit hin. Ach komm. Dann fangen wir heute noch ein 4. Spiel an. Heute kommen hier die Spiele am Fließband. Ich sag es euch. Heute ist hier Fließbandarbeit, ey.